Dann läuft die Aufnahme nochmal. Okay, ja. Zweiter Aufnahmetest. Bevor wir es wieder vergessen, ich bin Mr. Deppelman. Genau, ich bin Konkun88, wie man an dem Kanal sieht. Du kommst aber sowieso in die Beschreibung rein als Mitspieler. Ja, das will ich doch wohl hoffen. Na klar. Okay. Und wir haben uns entschieden, Two-Player-Team zu machen. Ja. Da sind wir jetzt etwas schneller. Wir hatten gerade schon eine kleine Aufnahme, aber dann haben wir festgestellt, dass wir noch nicht alles eingestellt hatten. Ja, deswegen. Ich hatte vergessen, Input und so, neue ZSNES-Version erstmal. Genau. Also ist die Steuerung auch besser, nachdem ich die Latenz umgestellt habe. Ja, also ich sehe dich jetzt nicht mehr flüssig, aber... Das sollte gleich wieder kommen, das leckt manchmal ein bisschen. Ja, hoffentlich sehe ich mich dann flüssig, sonst musst du die Latenz wieder so stellen wie vorher. Ja, das stimmt, aber eigentlich kannst du an der Latenz nicht liegen. Ich habe Donkey Kong entführt, glaub mir, ihr werdet diesen affigen Typen niemals wiedersehen. Hahaha. Euer Lieblingsbösewicht und König aller Kremlings, King K. Rool, muhaha. Jawohl. Soll ich dir immer sagen, wenn irgendwo Secrets sind, oder? Wollen wir die ernsthaft einsammeln? Wenn wir bis zum allerletzten Boss spielen wollen, müssen wir das tun. Okay. weißt du was? Ich glaube, ich habe Donkey Kong Country 2 nie gespielt. Deswegen ist das sogar blind. Deswegen sage ich es nämlich. Ob, wenn ich irgendwas weiß und du dran vorbeiläufst, ob ich dann was sagen soll oder ob wir es einfach lassen sollen und später dann einsammeln. Ja, aber, ja, okay. Also es gibt... Du machst jetzt einfach mal das Level erstmal durch. Ich guck dir jetzt hier ein bisschen zu. Naja, sobald ich getroffen werde, bist du dran. Die Münzen hier, die müssen wir einsammeln, um speichern zu können. Okay. Also du kannst hier nicht einfach, wie es im Donkey Kong 1 war, bei dieser Candy speichern. Ja. Sondern hier ist so eine liebe, nette Oma. Da kostet einmal Speichern 2 Münzen. Oh nein. Und hier ist das erste Bonusfass. Okay, das ist ja okay. Genau. 2 Münzen. Und es gibt in jedem Level 2 solche Bonusfässer, wo es dann jeweils eine solche Bonusmünze gibt. Ja. Die müssen wir also einsammeln. Donkey Kong Country Returns. Ja, genau so ungefähr. Kennst du eigentlich Donkey Kong? Achso, okay. Hab ich durchgespielt, ja. Ja. Genial, oder? Donkey Kong. Absolut. Richtig cool, ja. Und Galaxy 2? Auch. Ja. Ich habe jetzt mir Kirby's Adventure gekauft, das neue für Wii. Auch wenn ich glaube, das ist nicht so spektakulär jetzt, aber... Ich guck mir da das Let's Play von DK an, das reicht mir im Prinzip. So, okay. Zack! Okay, und das ist das zweite. Also, dass da irgendwo was ist, das war mir klar, aber... Ja. Das ist jetzt quasi das zweite Fass und dann hat man auch schon beide Münzen in der Welt eingesammelt. Okay. Also es gibt immer verschiedene Arten von Sachen, die man machen muss. Zum Beispiel eben hier in dem Fall Gegner besiegen, vorhin war es einfach nur die Münze finden. Okay. Und ja. Macht Sinn. Genau. Also ich hab Donkey Kong Country 2 echt nie gespielt, also nur 1 und 3. 3 kenne ich so teilweise. Ja. Das 3 möchte und genau, die Münze gibt's auch. Ja, okay. Das war einfach. Also ja, da wäre ich auch noch drauf gekommen und Kong haben wir auch, super. Ja, aber Kong brauchen wir gar nicht. Das ist nicht, also das, da müssen wir uns nicht drum kümmern. Wo wir uns drum kümmern müssen, sind auf jeden Fall diese Bonusfässer. Ja. Und wir müssen auch nicht am Ende alles nochmal Mirror Mode durchspielen, glücklich. Nein, nein, nein. Das habe ich noch gar nicht komplett. Das ist die größte Frechheit überhaupt. Das habe ich noch gar nicht komplett beendet, weil ich da teilweise auch gar keine Lust drauf hatte. Ich glaube, das darfst du jetzt machen. Ganz ehrlich. Oder? Kannst du steuern? Ich muss, ja, tatsächlich. Genau. Oh Gott. Ja, ich bin... Oh Gott, ich habe ihn getötet. Nein, ich habe ihn nur gestunt. Scheiße. Ach so, ja, jetzt bin also, ich... So wird das Let's Play ablaufen in der Art. Nein. Doch, ganz ehrlich. Und das ist nicht beabsichtigt. Aber es wird so sein. Das glaube ich nicht. Du musst dich nur erstmal in die Steuerung reinfinden. Das Schöne ist ja, mit Dixie kannst du fliegen. Okay. Das kannst du, wenn du einfach die Sprungtaste gedrückt hältst, oder? Dann dreht die ihre Haare so. Kann ich das nicht mit der Taste, die bei Mario World unnütz ist? Welche Taste genau? Ich glaube, es ist einfach nur die Sprungtaste, die du zweimal drücken musst. Okay, ich dachte die Renntaste. Ich bin mir nicht sicher. Was auch cool ist, wir können uns, wenn wir... Y ist das, glaube ich, im Original, weiß ich jetzt nicht. Drücken können wir uns so aufeinander und dann irgendwo hinschmeißen. Ja, habe ich bei dir schon gesehen vorhin. Genau.
Das musst du mir dann nochmal erklären, wenn ich das mal machen muss. Jo. Also, ja. Also, auswendig kenne ich das Spiel jetzt auch nicht. Und die ersten Level kriege ich noch gerade so auswendig hin, aber ansonsten... Es gibt auch einige Hasslevel von mir, wo ich failen werde. Also, du brauchst jetzt nicht denken, dass wir hier, dass ich hier perfekt alles spielen werde. Das klappt sowieso nicht. Na, ist aber schade. Also, ich hätte mich gefreut. Ja, ich glaube, wir hätten ja auch gleich ein Let's Play mit Zugucken machen können. Ja, nee, du sollst da mitspielen. Da hätten wir uns den ganzen Aufwand hier gerade gespart. Richtig. Nee, obwohl, du sollst schon... da hätte ich mir erst TeamViewer runterladen müssen. Das wäre vielleicht dann im Endeffekt auch genauso aufwendig geworden. Das stimmt, ja. Nee, aber du sollst schon mitspielen. Das war ja eigentlich Sinn der Sache. Ja, eigentlich. Ich meine, aufgrund der Tatsache, dass ich für Donkey Kong wie lange gebraucht habe. Und dann hatte ich ja noch eine Stunde aufgenommen bis zum Ende. Also das wären nochmal zwei Parts, aka halbe Stunde geworden. Ja, richtig. Ich wusste gar nicht, dass dann noch so eine Höhle kommt. Ich dachte, nach Fabrik ist Schluss. Nee, da kam dann noch diese Höhle und zwei Bosse. Ja. Und bei King K. Rool habe ich sowas von Save States abused. Und wo ich dann gedacht habe, warum wird Credits mit K geschrieben? Dann war mir klar, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann ging es noch weiter. Ja, das war blöd. Genau, hier auch noch ganz wichtig. Also sowas in einem Originalspiel hätte ich nicht gedacht, dass sowas da vorkommt. Doch, das haben die so als Gag gemacht. Ja. Genau, es gibt manchmal so Kanonenkugeln, die muss man dann mitnehmen und das ist dann auch so ein Bonusfass, wenn man da reingeht. Ja. Also, nur, ist auch das so eine wichtige Münze. Ich hab jetzt auch gedacht, sowas in der Art. Genau. Mach eigentlich noch fertig. Ich wollte es noch extra dazu sagen. Oh Gott, was? Hier musst du jetzt in einer gewissen Zeit die Typen abschießen. Ja. Du kannst die zwar, glaube ich, auch abspringen, aber das ist immer nicht so. Okay. Und wenn du hier getroffen wirst, ist es jetzt nicht so, dass du beide Affen hast, sondern sobald einer getroffen ist, ist die, ist der Bonus vorbei. Okay. Ja. Hm. Übrigens, die Grafiken hier von dem Level sind toll und ich habe die auch in meinem Mario-Hack. Jo. Ich muss jetzt immer Werbung machen für meinen Mario-Hack die ganze Zeit. Auf jeden Fall. Der sieht cool aus, das stimmt. Man ist ja schon mal auf einem anderen Kanal. Und hier müssen wir jetzt diesen Hochwurf machen. Ja. Anders geht das gar nicht. Und ich habe gehört, man muss im zweiten Teil auch diesen Bug anwenden oder Glitch anwenden mit dieser Rollsprung dann in der Luft. Weil das ja im ersten irgendwie entdeckt wurde, dass es geht und dass man das dann irgendwie verwenden muss im zweiten und dritten Teil. Ich wollte gerade sagen, ich würde es gar nicht mal als Glitch bezeichnen, sondern als Technik. Naja, mit Absicht war das nicht. Echt nicht? Nee, also ich habe mal von einem Let's Player auf jeden Fall gehört. Ich glaube, Funk Royal in Donkey Kong Country Returns. Auch sehr sehenswertes Let's Play. Absolut. Kann ich nur zustimmen. Und da habe ich gehört, dass das im ersten Teil irgendwie erst von Nintendo danach entdeckt wurde, nach dem Release. Und dass sie es dann im zweiten und dritten Teil verwendet haben. Aber im ersten Teil gibt es doch teilweise Sachen, die man nur auf die Art und Weise sammeln kann, oder? Also, ich weiß es nicht. Oder reden wir gerade aneinander vorbei? So, ich kann jetzt hier steuern, ist das richtig? Ja. Was man hier jetzt schön sieht, gehen wir auf einen Levelnamen, den wir schon haben. Achso. Das ist jetzt hier unten, da ist ein Ausrufezeichen und die Donkey Kong Münze. Das heißt, der ist komplett fertig, der Level. Okay, gut. Ich gehe jetzt erstmal in Affenmuseum. Ja, der erzählt bloß Kram. Kommt und begrüßt euren... ich kann nicht lesen, liest du den? Kommt und begrüßt euren alten Großvater Cranky. Ich bin wieder da, um euch mit meiner unglaublichen... Ja. Weibliche Videospielhelden, yay! Ja, der labert im Prinzip nur genau denselben Stuss, den er auch im Teil 1 labert. Der gibt halt Tipps für die Level. Ja, wie in Donkey Kong Country Returns in dem Shop, wo der auch immer irgendwelchen Scheiß labert. Ja, da ist er wenigstens hilfreich. Nicht wirklich. Naja, du kannst halt Sachen kaufen. Ja, aber der sitzt da auch immer am Rand und labert dann, wenn du was kaufst. Ja, und das dann stimmt. So, also ich hätte das nicht gebraucht. Oder ja, ja. Ich meinte nur, sein Platz ist hilfreich in der Overworld. Ja, ja, du brauchst natürlich. Zum Beispiel diese Schlüssel. Man braucht ihn ja sogar für die Geheimlevel in den Welten. Ja. Also was heißt geheim? Ich kann das auch gerade nicht weiterdrücken, das musst du machen. Was nehmen wir? Nix. Nix? Da gibt er nur Tipps für die Level, also. Achso, Museum verlassen natürlich. Genau. Mehr kann man bei dem nicht machen. Wir keine Probleme mehr haben, ja. Genau, Conan das ist... hat sowieso schon keine Probleme. Also. Das würde ich nicht sagen. Schiff Ahoi. Schiff Ahoi. Was war das für ein Level? Ah ja, okay.
Da oben haben wir gleich peinlich. Mal so ein Bonusfass. Oh mein Gott, ich habe einen Bonus. Oh nein, was muss ich jetzt machen? Münze finden. Finde die Münze. Ah ja, einfach kaputt machen die Dinger. Hä, wie? An der Biene. Was? Nicht ganz so. Hä? Kannst gleich wieder rein. Kann natürlich nicht nochmal rein, ne? Doch. Echt? Doch, so fair sind die. Du kannst es immer wiederholen, wenn es möglich ist. Krass. Wie, im Gegensatz zu Donkey Kong Country Returns. Genau. War ja auch ein extrem faires Spiel, Donkey Kong Country Returns. Absolut. Muss ich sagen, extrem fair. Also, manche Level echt, also man muss sagen, also, das einfachste Nintendo-Spiel, was je rausgekommen ist. Ja. Ja, ne? Aber ich hab's geschafft, im Gegensatz zu Donkey Kong Country 1 ohne Save States. Donkey Kong Country 1 ist auch wirklich jetzt nicht so einfach, also. Ja, aber nicht so schwer. Ich hab's völlig unterschätzt. Was, Donkey Kong Country 1? Ja, ich dachte, ich rutsch da mal eben durch, aber dem war dann ja doch nicht so. Ich lass dich machen. Ist auch eben mal durchgerutscht. Nein. Okay, ich darf wieder. Der Scheiß-Typ. Oh, mich regt das Spiel jetzt schon auf. Weißt du, wenn ich alleine spielen würde, wie ich jetzt schon wieder failen würde, das gibt's nicht. Ja, weißt du, dass es doch nicht ganz blind ist? Ich habe ein paar Teile von Paper Mario 94 gesehen. Ah, okay. Ich merke gerade, ich gucke so massig Let's Player. Der hat es auch gespielt. Ja, kennst du den? Ich kenne ihn vom Namen her und ich weiß, dass er so Contests macht, aber ich weiß nicht, was und genau. Ja, Mario Hex macht er auch schön hier. Luigi Story heißt das Ding. Nein, ach, das wollte ich doch gar nicht. Mach mal Huckepack. Aber generell nicht solche einfacheren Hacks, ne? Mach mal den Huckepack. Wie, mit welcher Taste nochmal? Probier mal alle durch, bis du es findest. Bei mir ist es... Okay. Ja, genau. Und jetzt werf mich so nach oben ein bisschen. Hä? Wie denn? Mit der Lauftaste. Also wo man schneller rennt. Genau, und das machst du dann nach oben. Da ist, okay. Nämlich, da ist nämlich so ein Haken. Ich weiß nur gerade nicht, wo der hinführt. Falls der wichtig jetzt ist. Jetzt nach oben drücken. Genau, springen und nach oben werfen. Ja, und, okay, spring mal auf das zweite Fass. Ja, siehst du da oben den Haken? Nein. Ah, da, ja. Okay. Oh, das kannte ich noch gar nicht, okay. Was? So ein Geheimnis für ein paar Bananen? Das kannte ich noch gar nicht, weil schauen wir mal, wo wir rauskommen. Das ist doch nicht ernsthaft. Oh, wir kommen am Ziel raus. Auch cool. Bringt uns aber nichts, oder? Bringt uns nichts, weil wir die Sachen sammeln wollen. Boah, ich bin so ein Gott, ich habe das Level geschafft. Aber wir können schon mal speichern und können auch erstmal das Video beenden. Ach so, ja stimmt, du musst ja jetzt ständig hier Video beenden. Ach ja, das erste Mal ist Speichern gratis. Jetzt sehe ich's wieder. Oh, schön. Ja, nett, ne? Genau, ich muss das Video beenden, damit ich nicht viel schneiden muss. Und jetzt kostet es ja 2 Münzen immer. Und okay. Ich denke, das ist jetzt auch erstmal lang genug für den ersten Part. Ja, klar. Also, tschüss. Genau.